Servus Rockstars, ich bin Uli Ukulele und ich habe heute eine absolute Weltpremiere für euch. Kennt ihr eigentlich Musi Karin? Nein? OMG! Dann wird es höchste Zeit, dass ihr sie jetzt mal kennenlernt. Denn bei der Musi Karin handelt es sich um niemand anderen als unsere Karin Obermeier. Und nun hat Musi Karin ihre erste Single veröffentlicht, Pizza Katze. Meine Pizza Katze, die ist schlau, denn sie hört es jedes Mal genau, wenn ich eine Pizza esse und schmatze. Ja, dann schaut sie schon mit ihrer Tatze. Und wenn es mir dann grad so richtig schmeckt, seh ich, wie sie sich schon die Pfoten leckt. Denn sie denkt, dass sie, bevor ich platze, ein Stückchen abkriegt. Aber nein, du bist ne Katze. Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza Katze, hey! Und hier ist das Frauchen der Pizzakatze, die Musi Karin, unsere Karin Obermeier. Ja, jetzt muss man wissen, Pizzakatze ist ein Begriff aus dem Beatboxen. Das wiederum hat nichts mit Kampfsport zu tun. Na, Beatboxen ist quasi Schlagzeugspielen mit dem Mund. Und Pizzakatze ist so das erste Wort, das man dafür hernehmen kann, wenn man es erst einmal lernen will. Also wenn man quasi dann immer sagt, Pizza Katze, Pizza Katze. Dann klingt das schon ein bisschen so wie Beatboxing. Und das habe ich gelernt bei Mir sind Wiesen in unserer Sendung 2020, als der Rowbeat der Europameister im Beatboxen bei mir zu Gast war. Und da hat er mir das gelernt. Und es gibt eine super Eselsbrücke, und zwar, das ist ein Klassiker, die Pizza Katze. Pizza Katze. Genau, und wir betonen jetzt mal die Konsonanten. Du kannst es ja mal kurz anhören und dann, wenn du dich sicher fühlst, steigst du mal okay, ein. Okay, ich steig damit ein. Also wir sagen Pizza Katze und lass uns dabei schön ploppen, ungefähr so. Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza Katze. Schön ploppen. Pizza Katze. Mit Luft. Pizza Katze, Pizza Katze, Pizza Katze. Mach mal. Pizza Katze, Pizza Katze. Okay, schon mal sehr gut. Jetzt ist der erste Schritt, der zweite Schritt. Jetzt flüstern wir nur noch die Pizza Katze und übrig bleibt PZKZ. Ja, sehr gut. Jetzt ein bisschen schneller. Ich steig ein. München TV. Ja, und so, das sind die Basics. So ging das also los und jetzt hast du deine eigene Pizzakatze veröffentlicht. Wobei, die gibt's ja schon von einem anderen Künstler. Ist das jetzt die gleiche Pizzakatze? Ist das ein Coversong? Nein, ist nicht. Also ich habe diesen Text geschrieben letztes Jahr irgendwann im Mai oder im Juni und habe dann auch irgendwann einmal gegoogelt und habe dann gesehen auf YouTube, es gibt schon einen Pizzakatzensong. Und habe den aber damals eigentlich gar nicht angeschaut und habe mir nichts dabei gedacht und habe das dann einfach veröffentlicht. Und dann habe ich tatsächlich letzten Montag meinen ersten Auftritt gehabt als Musikerin in Düsseldorf auf dem weltweit größten Tanzlehrerkongress. War quasi meine Premiere. War eine sehr große Ehre, dass ich da dabei sein habe dürfen. Und da waren 10 verschiedene Kindermusiker eingeladen, die dann einen die neuesten Songs präsentiert haben. Und da war unter anderem der Frank und seine Freunde. Heißt der. Der ist da schon sehr etabliert in der Kindermusikszene und der ist dann gleich zugekommen und hat gesagt, du bist also die Musikerin? Hast du mir die Pizzakatze geklaut? Und dann war ich gleich so geschockt und habe gesagt, nein, habe ich nicht. Warum? Und ja, er hat auch so einen Song. Und dann hat er mir den gezeigt. Dann habe ich den quasi letzten Montag das erste Mal richtig gehört und wahrgenommen. Und ja, da geht es auch um dieses Beatboxen. Und dann habe ich ihm eben erklärt, dass der Rowbeat bei mir zu Gast war in der Sendung und dass der mir mit der Pizzakatze eben Speedboxen beigebracht hat.
Und dann hat er eh gesagt, nein, das ist eh total cool. Und das Kinderschuh eben, dass Pizzakatze eben für Beatbox-Einsteiger geeignet ist. Und wir gehen wir dann vielleicht einmal nächstes Jahr oder so auf Pizzakatzen-Deutschland-Tour haben wir ausgemacht. Ja, Pizzakatze, das ist ein Universalbegriff eben vom Beatboxen. Das kann er nicht patentieren. Und abgesehen davon, es gibt ja einfach auch Songs, die den gleichen Titel haben, aber völlig unterschiedlich sind. Also nehmen wir Harry Styles, da gibt's ja Sign of the Times, diesen großartigen Song. Es gibt aber schon Sign of the Times von Prince aus dem Jahr 1987. Also insofern zwei völlig eigenständige Songs. Und das ist also deine Pizzakatze. Genau. Manchmal schleicht sie sich so leise an, dass ich sie oft gar nicht hören kann. Fällt mir der Thunfisch von der Pizza unterm Tisch, denkt sich die Pizzakatze, lecker, frischer Fisch. Nach dieser Mahlzeit legt sie sich dann hin und schon ist sie in meinem Bettchen drin. Ich schrei, runter von der Matratze, gelangweilt zieht sie eine freche Fratze und ich schimpf. Böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze, hey, hey, hey. Böse Katze, böse Katze, böse Katze, böse Katze, hey, hey, hey. Nach den Blechbixen bist du jetzt also die Musikerin und zielst auf ein jüngeres Publikum. Also du machst jetzt Kindersongs und eine entsprechende Show? Genau. Also ich arbeite ja in meiner Musikschule schon seit vielen Jahren mit Kindern und das macht einfach immer riesig Spaß, weil die auch so begeisterungsfähig sind und einfach einmal gleich alles mitmachen und mitsingen. Und dann hat meine Agentur Südpol Music schon vor 2 oder 3 Jahren mal zu mir gesagt, Karin, mach doch mal ein eigenes Kinderprogramm. Und dann war es immer so ein bisschen in meinem Kopf drin. Ich habe dann auch 2020 mein Kinderbuch geschrieben. Und das hat schon riesig Spaß gemacht, einfach weil man sich in diese Kinderwelt dann auch mal wieder hineinversetzen darf und auch einfach mal ein bisschen spinnen darf. Und das macht irgendwie total viel Spaß. Und dann habe ich das tatsächlich dann letztes Jahr so richtig ernsthaft begonnen und habe dann mit meinem Produzententeam die Songs geschrieben. Also 12 Songs gibt es da jetzt. Und jetzt stehe dann auch ab Mai live auf der Bühne bei Kindergarten, Sommerfesten oder auf irgendwelchen Stadtfesten oder auf Festivals und bin da dann am Nachmittag einfach fürs Kinderprogramm zuständig. Die Show dauert wahrscheinlich so 1 Stunde und da kann man dann kräftig mitsingen und mittanzen und mit Beatboxen und das macht bestimmt riesig Spaß und ich freue mich schon total drauf. Wenn ich mir anschaue, was im Kinder-Entertainment-Bereich geboten wird, dann hat das schon sehr viel mit Halbplayback zu tun. Also Live-Gesang, aber zur Musik vom Band. Jetzt bist du ja Multi-Instrumentalistin und da denke ich, sieht eine Show bei dir schon ein bisschen anders aus. Du versuchst ja ohnehin mit deiner Musikschule, also dem Haus der Musik in Burgberg, Kinder für das Musikmachen zu begeistern. Und das wird wahrscheinlich auch Teil der Show sein, oder? Genau, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund hinter meiner Show, dass ich mit verschiedenen Instrumenten dann auf der Bühne stehe. Also ich habe schon auch Halbplaybacks dabei, weil ich natürlich nicht allein eine ganze Band ersetzen kann, das ist schon klar. Aber ich darf dann live dazu musizieren und live dazu singen. Und ich habe dann auf der Bühne auf jeden Fall meine Trompeten dabei, das ist ja ganz klar. Dann habe ich noch dabei ein Akkordeon und eine Gitarre und dann wahrscheinlich noch ganz viel so kleinere Trommeln und Instrumente. Und dann, ja, und dann sorge ich den Kindern quasi auch die Unterschiede zwischen diesen Instrumenten und sorge gerne fürs Funktionieren, also so ein bisschen moderner Musikunterricht. Die Musikpädagogin hat also durchaus in ihren Shows als Musikerin auch einen Lehrauftrag. Ja, auf jeden Fall. Also ich will ja auch ganz viele Kinder erreichen und ihnen zeigen, dass Musik einfach das Schönste auf der Welt ist und dass man einfach halt auch, egal ob man jetzt klein ist oder groß, gerne auf der Bühne steht, um Musik zu machen. Oder man muss ja nicht unbedingt auf der Bühne stehen, aber einfach, dass das so viel Spaß macht, wenn man ein Musikinstrument spielt und dass man einfach ganz vielseitig auch damit dann umgehen kann mit so Musikinstrumenten. Hey, weißt was? Du könntest doch eigentlich auch ein paar Kinder aus dem Publikum auf die Bühne einladen und ein paar ganz einfache Instrumente verteilen und die dann mitmachen lassen. Ja, das ist auf jeden Fall geplant. Also ich werde jetzt mal anfangen, dass ich mal
ein bisschen reinkommen in dieses Live-Geschäft und dann schaue ich mal, was gut ankommt und werde so meine Show natürlich dann auch immer weiterentwickeln. Aber ich habe auf jeden Fall auch geplant, dass ich dann einmal Kinder auf Bühne hole und die mitsingen lasse. Oder ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht sogar mit einer Loopstation arbeite und dass die dann immer so ein bisschen was einsingen. Aber ich könnte natürlich auch ein paar Instrumente mitnehmen, die es dann einfach erlernen können in meiner Show und die es dann auch live auf der Bühne spielen könnten. Das war natürlich eine gute Idee. Schauen wir mal, was kommt. Und jetzt schleichen wir mal alle so leise wie meine Pizzakatze. Und könnt ihr vielleicht auch so laut miauzen? Du jetzt aber mal von Moderatonken zur Musikerin. So mit einem Song, nur mit der Pizzakatze, da kommst du nicht weit. Vorhin habe ich, glaube ich, gehört, dass du schon mehrere Songs aufgenommen hast und die jetzt dann demnächst rauskommen. Also es wird ein Album geben? Richtig, genau. Es wird ein ganz normales, großes Album geben mit 12 Songs. Es gibt sogar jetzt schon einen Promo-Sampler, nennt man das. Eine kleine EP. Da sind jetzt schon 5 Songs drauf. Die habe ich in Düsseldorf dabei gehabt. So schaut dann auch das Cover aus vom Album. Und das kommt wahrscheinlich, also ziemlich sicher, Mitte Mai raus. Also wenn ich dann eh live auf der Bühne stehe, auf diesen ganzen Sommerfesten und so, dann habe ich meine CD schon dabei. Und wird wie heißen? Hits für Musikkids Volume 1. Wow. Was mir übrigens gerade auffällt, du hast das Gleiche an wie die Dame hinter dir. Genau. Das ist die Musikerin, die hat eine Trompete in der Hand und die hat natürlich das Gleiche an wie ich. Das ist mein Bühnenbanner, also ein Teil davon. Ich habe da quasi 3 Teile, 3,5 Meter insgesamt und das ist dann mein bunter Hintergrund, dass da ein bisschen noch was ausschaut. Wird die Pizzakatze auch auftreten? Ist durchaus möglich, kommt drauf an, ob es gut drauf ist oder nicht. Aber ich glaube, sie ist auf jeden Fall auf der Bühne mit dabei. Gut, oder? Jetzt ist die Pizzakatze schon da und das Album folgt Mitte Mai. Gibt es davor vielleicht noch einen zweiten Song? Ja, es gibt auch schon ein Musikvideo und ich weiß nicht, ob ich das darf, aber ich mache es jetzt einfach mal. Wenn ihr Lust habt oder wenn du Lust hast, Alex, darfst du das gern zeigen. Das machen wir doch glatt. Jetzt schauen wir ein bisschen rein. Und zwar, wie heißt der Song? Das ist quasi der Titelsong von meinem Album Musikerin. Und da singe ich sogar dann auch ein bisschen bayerisch. Also ich bin die Musikerin, heißt der Song. Ja, wunderbar. Danke dir, liebe Musikerin. Danke auch, lieber Alex Onken. Ich bin die Musikerin. Können allerlei. Wir feiern heute Party und alle machen mit. Bist du bereit für den größten Hit? Wir klatschen, clap, clap, clap. Kannst du es hören? Stomp, 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 um alle Nachbarn zu stören. Ich sing mit, weil ich den Sound so mag. Ich mach Musik heute und jeden Tag. Ich bin die Musik.